Go in one up. Go in one up. Go in wig up, Bado. Way, one up, Papia. Obi, Yabi, Yabi, sort of Balo, Lizzo, Obi, you say, I do. Jetzt sind die drei im Klosterorden aufgenommen und werden in den kommenden Tagen mit den Mönchen zusammenleben. Mit einer Verbeugung erweist die Familie den Novizen ihren Respekt. Glücklich zu sein bedeutet im Mönchsleben, ohne Angst und Sorge zu leben. Als ein normaler Mensch muss man sich jeden Tag Sorgen machen. Zum Beispiel, wie man genügend Geld verdient, um seine Familie zu versorgen. Natürlich hat jeder normale Mensch Angst und Probleme im Alltag. Als Mönche haben wir das nicht. Wir haben keine Kinder, machen keine Geschäfte und leben von den Spenden der Gläubigen. Das Leben ohne Angst und Sorge ist das Glück des Mönchslebens. Buddhist ist man nicht von Geburt an. Buddhist kann jeder sein, der an die Lehre Buddhas glaubt und sie als Wahrheit erkennt. Am wichtigsten ist es, an die drei Juwelen zu glauben. Das ist erstens Buddha, zweitens seine Lehre und drittens die Mönchsgemeinschaft. Als Novizen lernen die Jungen das Wesen des Buddhismus und wie man den Glauben richtig lebt. Am Nordeingang liegt die Gebetshalle mit dem symbolischen Fußabdruck Buddhas. 45 Jahre wanderte Buddha durch den Nordosten des indischen Subkontinents. Der Legende nach wuchs überall dort, wo Buddha seinen Fuß aufsetzte, ein Lotus. Das Wesen dieser Pflanze vereint Schönheit und Dauerhaftigkeit. Noch nach 1000 Jahren behält ihr Samen die Kraft zum Keimen, ebenso wie die buddhistische Lehre. Bis heute ist die Lotusblüte das Symbol des Buddhismus. Das Wasser im Fußabdrucksbecken gilt als heilig und wird von den Gläubigen getrunken. Es soll vor Krankheiten schützen. Auch das freiwillige Fegen in den Abendstunden soll den Gläubigen zu gutem Karma verhelfen. Der Glaube an die gute Tat brachte die Brahmanen seit Jahrhunderten dazu, Gold und Edelsteine für die Pagode zu spenden. Angeblich liegt auf dem Stupa mehr Gold als in der Bank von England. Der Stupa ist das höchste Gebäude der Stadt und weist mit seinen über 100 Metern den Gläubigen schon von Weitem den Weg. Morgens um 4 beginnt der Tag im Mahavithudayo-Kloster in Yangon. Einem Orden mit besonders strengen Regeln. Nach dem Morgengebet gehen die Mönche los, um den Reis einzusammeln, der von den Gläubigen gespendet wird. Jeden Tag 7-mal die Woche. Normalerweise gehen sie zu Fuß, doch die Spenderstraße ist heute zu weit weg. Deshalb wurde ein Bus gemietet. Die Straße, die spenden möchte, meldet sich im Kloster an, sodass die Mönche immer genau wissen, wo sie hingehen müssen. Sie betteln nicht um Essen, sondern sie sammeln nur das ein, was ihnen freiwillig gegeben wird. Der Tagesablauf in einer der besten Klosterschulen Yangons ist genauestens geregelt. Die Novizen und Mönche müssen nicht nur stundenlang meditieren und beten, sondern auch jeden Tag zur Schule gehen, sogar sonntags. Neben der Lehre Buddhas stehen auch Fächer wie Geografie, Mathematik und Geschichte auf dem Programm.
Wer in diesem Kloster lebt, hat den festen Willen, ein Leben lang Mönch zu sein. Die Schulleitung hat es sich zur Aufgabe gemacht, die besten Mönche Birmas auszubilden. Sie sollen weise Männer werden, von untadeligem Charakter und höchster Konzentrationsfähigkeit. Um Moral, Konzentration und Weisheit zu erlangen, muss man Gier, Wut und Verblendung durch Selbstbeherrschung besiegen. Das bedeutet, dass man die moralischen Verfehlungen bekämpft und besiegt. Wenn man die wörtlichen und körperlichen Verfehlungen bekämpft und besiegt, erlangt man eine gute Moral. Ein paar Straßen weiter liegt das Nonnenkloster Tukitayama. Buddhistische Nonnen in Birma werden auch acht Gebote-Frauen genannt. Die Stiefmutter Buddhas kämpfte lange dafür, dass im Buddhismus auch Frauen ordiniert werden können. Buddha stimmte nur unter der Bedingung zu, dass sie dafür acht Dinge auf sich nehmen müssen. Diese Gebote regeln vor allem den Umgang mit den Mönchen. Das Kloster ist beliebt bei Frauen, die sich nur für eine kurze Zeit zurückziehen wollen. Heute findet die Neuaufnahme der Hochschullehrerin Dr. Ai Ai statt. Sie will für 6 Wochen bleiben. Das ist jetzt das 3. Mal, dass ich Nonne werde. Beim 1. Mal war ich 9 Jahre alt. Und letztes Mal habe ich gerade in meinem Beruf angefangen. Wegen meiner Haare mache ich mir keine Sorgen. Ich habe keine Angst, was die Leute über meine Glatze sagen und wie ich ohne Haare aussehen werde. Es ist für mich ja auch nichts Neues mehr. Und meine Haare wachsen ja auch wieder. Ein dem Buddhismus gewidmetes Leben erfordert ihrer Meinung nach sehr viel Hingabe. Auch deshalb verbringt sie eine Zeit im Kloster. Hier kann sie ihre geistige Energie für Konzentration und Achtsamkeit einsetzen und muss sich keine Gedanken über ihr Aussehen machen. Dr. Ai Ai ist der Ansicht, dass gerade das Leben einer Nonne am besten dafür geeignet ist, über das Leiden an der Vergänglichkeit nachzudenken. Frauen in Birma finden es selbstverständlich, eine Weile im Kloster zu verbringen. Wenn sie danach in das Berufsleben zurückkehren, begegnen ihnen die Menschen mit Respekt. Denn an ihrer Glatze sehen sie, dass sie eine Zeit als Nonne gelebt haben. Im Kloster Mahavithudayo ist Zeit zum Mittagessen. Um 11 Uhr die letzte Mahlzeit. Jeden Tag werden die Speisen von Gläubigen gespendet, die etwas zu feiern haben. Geburtstag, Hochzeit oder Begräbnis. Die Spender sind anwesend und nehmen am Essen teil. Wegen der hohen Moral und der großen Weisheit des Abtes haben wir dieses Kloster für die Spende ausgewählt. Das Kloster ist sehr bekannt und hat einen guten Ruf. Außerdem wollen wir die Mönche unterstützen, damit sie den Buddhismus ohne Schwierigkeiten erlernen und verbreiten können. Die Ausrichtung einer solchen Geburtstagsfeier können sich natürlich nur wohlhabende Birmanen leisten. Zum Mittagessen gibt es heute mehrere Gänge. Fischkuchen und Hühnchencurry, gebratenes Gemüse und Vanilleeis mit kandierten Früchten. Auch gegessen wird mit der notwendigen Achtsamkeit. Der Buddhismus verlangt die Zurückhaltung des Einzelnen, Respekt vor dem anderen, Harmonie mit dem Ganzen. Die Gäste essen auf dem Hof. Die Mönche sollen nicht gestört werden. Buddha ist Vorbild und Lehrmeister. Er kann aber keine Wünsche erfüllen. Diese Aufgabe sollen die Nats übernehmen, Geister, deren bunt bemalte Figuren verehrt werden.
Alle Nats waren vor ihrem unnatürlichen Tod Menschen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Vorlieben. Manche Nats werden für ganz konkrete Anliegen bemüht. Ein Erziehungsnat soll beim Lernen helfen, ein anderer Geschäfte vermitteln. Heute wird zu Ehren der Nats ein Fest gefeiert. Der Transvestit Ajay wird es leiten. Für die Buddhisten in Myanmar gibt es nichts Wichtigeres, als Buddha zu verehren. Die Nats sind für Birmanen wie die eigenen Eltern. Wenn wir uns etwas wünschen, bitten wir unsere Eltern, ob sie uns das geben können. Als wir Kinder waren, baten wir sie zum Beispiel um Taschengeld. Als Erwachsene bitten wir sie um mehr, um Geld, ein Auto oder ein Haus. So bitten wir die Nats, unsere Wünsche zu erfüllen. Ajay ist bei diesem Fest eine Nat-Gattin und versucht, Kontakt zu den Nat-Geistern aufzunehmen. Hat ein Birmane ein konkretes Anliegen, dann feiert er ein Fest, zu dem alle Nats eingeladen sind. Die Familie der kleinen Novizen hat dieses Fest ausgerichtet. Sie wünschen sich mehr Wohlstand und Ansehen. Der Geisterglaube bestimmt nach wie vor das Alltagsleben der Menschen in Birma. Er gehört nicht zur Lehre Buddhas, ist aber Teil der Traditionen. Da Buddhisten nicht auf ihre Nats-Geister verzichten wollen, haben sie sie einfach in ihren Glauben integriert. Die 37 Nats können aber nicht nur helfen, sondern unter bestimmten Umständen auch Unglück bringen. Mit Musik, Zigaretten und Alkohol versuchen die Transvestiten, den Nat Koji Kya anzulocken. Das Geld ist für Opfergaben. Ajay zieht sich während eines Festes mehrmals um. Jetzt schlüpft er in die Rolle des Wasserbüffelnats. Er gibt die Botschaften der Nats an die Gläubigen weiter. Die Geschäfte von Wawa sollen gut laufen. Der Nat verspricht zu helfen. Manchmal leiht sich ein Nat auch den Körper eines Menschen. Die Seele des Nats lebt jetzt für kurze Zeit im Körper der gläubigen Wawa. So kann auch der Nat auf Erden tanzen und feiern. Diese Besessenheit dauert nur wenige Minuten. Dann geht der Nat wieder dahin, woher er gekommen ist. Wo das genau ist, weiß allerdings niemand. Die kleinen Novizen haben sich in der Zwischenzeit ganz gut eingelebt. In ihrem Kloster findet gerade eine Meditationswoche statt. Geübt wird achtsames Gehen, das auch den Kindern beigebracht wird. Diese Achtsamkeitsübungen sollen die Sinne schärfen. Sie werden auch Klarblick-Meditation genannt. Buddha beschreibt 4 Stufen der Vertiefung, deren letzte absolute Gleichmut jenseits von Leid und Freude bedeutet.